herzlich willkommen zum ersten Teil meines Let's Plays zu... Project Zomboid. Ein weiterer Early Access Survival-Titel mit Zombies. Erhältlich auf Steam für etwas um 12 bis 13 Euro derzeit. Und im Unterschied zu den anderen Early Access Survival Titeln, die ich hier schon angespielt habe auf T-Beutel P, ist dieses Spiel zweidimensional. Wir spielen es in einer isometrischen Perspektive. Ja, ich bin der Graf. Oder nein, natürlich nicht. So, das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal die Musik etwas leiser drehen, denn mir gefällt dieser Soundtrack wirklich sehr gut, aber ich werde immer dazu verleitet, mitzusingen. So, ich habe das Tutorial schon mal durchgespielt, allerdings ohne euch, ja, tut mir wirklich leid. Dort wird aber im Prinzip überhaupt nichts erklärt, bis auf grundsätzliche Bedienung, das heißt Bewegung, bisschen das Interface und naja. Wir wollen uns also mit einem neuen Charakter direkt ins Abenteuer stürzen. Hier hat man verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Man kann sich eine Welt komplett zusammen customizen. Das will ich aber gar nicht. First Bite ist für Einsteiger wahrscheinlich das geeignete, denn hier soll man wohl mit den Prinzipien des Spiels sich einfacher vertraut machen, weil, naja, der Überlebenskampf halt etwas seichter ist. Und das werden wir auf jeden Fall auch erstmal spielen, denn ich habe im Prinzip keine Erfahrungswerte mit diesem Titel. Survival ist dann wahrscheinlich, ja, die Standardvariante, ne? Alles ein bisschen schwieriger, so wie sich die Entwickler das wahrscheinlich gedacht haben. Und Challenge, survive for as long as you can in fearsome and unlikely circumstances. Okay, das ist dann wahrscheinlich der schwierigste Modus. Wir nehmen aber erstmal First Bite. Ah, da habe ich schon den Spielstand angefangen, aber wir machen einen neuen. Denn das wäre ja langweilig, einfach unseren bisherigen Spielstand zu nehmen, denn ihr wart ja nicht dabei. Das tut mir auch wirklich leid. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, da habe ich schon Let's Play aufgenommen und da habe ich mir echt viel Mühe genommen, echt viel Mühe gegeben, nur um im Nachhinein dann festzustellen, dass das falsche Mikrofon aktiviert war und das war ein bisschen kacke, wenn ich das mal so sagen darf. So, es gibt zwei Städte zur Auswahl oder zwei Karten. Einmal Muldraw. Das steht wahrscheinlich für Kentucky. Muldraw ist eine kleine Stadt, die inmitten einer Gegend namens Knox Country, dem jetzt toten Zentrum von Kentucky liegt. Seinen Ursprung hatte es als Militärstadt, aber inzwischen heißt es alle Gesellschaftsschichten willkommen, darunter einige Pendler der näheren Großstädte, Militärfamilien und auch die, die unter der Armutsgrenze leben. Es ist ein kleines Fleckchen Erde, voll von guten Menschen, ganz zu schweigen von Spiffos besten Hähnchen und Brötchen diesseitig von Kentucky. Gewiss, viel passiert hier nicht, aber das heißt noch lange nicht, dass das Leben hier in Muldraw langweilig ist. Ja, das wirkt schon mal sehr sympathisch. West Point, Bevölkerung 4207, okay, da hatten wir 3500, hier ist ein bisschen mehr los. Egal, ob du durch den Stadtplatz schlenderst, einen unserer Kuchen genießt oder dich einfach nur mit den freundlichen Einwohnern unterhältst, West Point ist eine echte amerikanische Kleinstadt. Lass dich nicht von verschlafenen Straßen, günstigen Wohnungspreisen und hektarweise Farmland täuschen. Hier ist das Knox Country Verwaltungszentrum beheimatet. Wenn unser Bürgermeister nicht gerade mit dem Absegnen von öffentlichen Verordnungen in der Stadthalle beschäftigt ist, wirst du ihn wohl in der renommierten Twiggy's Bar antreffen. Ganz egal, wie lange du bleibst, ein West Point Willkommen ist garantiert. Okay, wir spielen doch dennoch erstmal Muldraw. Ne? Wir werden natürlich irgendwann nochmal hier West Point ausprobieren. Ja, aber so
halten wir die Reihenfolge ein und naja, mal gucken. Ne? Klingt ja schon mal ganz interessant. Auch schön eigentlich, dass hier schon sehr viele Texte eingedeutscht wurden. Das macht das Spiel dann auch für Leute, die dem Englischen nicht so mächtig sind, dann doch wesentlich zugänglicher. So, hier können wir uns das Aussehen zusammenfrickeln oder auch zufällig erstellen lassen. Kriegen auch immer einen zufälligen Namen. Ich bin auch mit den zufälligen Namen ehrlich ganz zufrieden. Eugene Anderson. Okay, habe ich Brusthaar? Ja, Stoppel habe ich bestimmt auch. Oder was soll das sein? Nein, sieht man jetzt eh nicht. Ich mache einfach mal ja, denn ich habe ja Stoppel im wahren Leben. Wo auch immer. Das erzähle ich euch jetzt nicht. So, Haartyp, kahle Stelle, Stirnglatze. Ich glaube, das kommt schon eher hin. So, wir sind aber blond. Barttyp, Vollbart. Okay, Eugene Anderson. Hallo, ich bin Eugene. Und ich werde jetzt in der Zombie-Kalypse überleben. Haha, und ihr seid mit dabei. So, Oberkörper, Pullover. Oh, das ist eine gute Farbe. Hose ist auch okay eigentlich. Beine hat eine Hose. Füße auch. Und Oberkörper hat einen Pulli. Super toll. So. Und jetzt kommen wir. Ja. Zu einem Charaktererstellungsbogen sozusagen. Er erinnert mich auf der einen Seite an Sims so ein bisschen, wie sehr vieles in diesem Spiel mich noch an Sims erinnern wird. Aber das hier ist doch schon mal wesentlich komplexer als bei den anderen Zombie-Survival-Games, die wir bisher so angezockt haben. So, hier haben wir schon mal so grundsätzliche Klassen und je nachdem, welches vorgefertigte Template man nimmt, das zeichnet sich halt durch bestimmte spezielle Fähigkeiten aus. So, und das Ding ist halt, wenn wir jetzt sowas nehmen wie Handwerker, dann haben wir hier -4 Punkte. So, da denkt ihr, ja, was ist denn hier los, ne? Wie soll denn das funktionieren? Weil wir können ja hier nicht starten mit -4 Punkten. Ja, es ist aber so, dass wir diese positiven Eigenschaften hier, Fitness, Scharfinstandhaltung, Stumpfinstandhaltung, Stärke und Tischlerei, durch negative wieder ausgleichen müssen, sodass wir hier zumindest wieder auf 0 kommen. So, und wir haben hier unten, haben wir hier negative Eigenschaften. Da wäre zum Beispiel die Eigenschaft Feige, besonders anfällig für Panikattacken. Wie sich das letztendlich im Spiel auswirken wird, das werden wir noch sehen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich interessanter Ansatz, finde ich. Und naja, ich nehme jetzt erstmal was Harmloses, was... Weil Handwerker, glaube ich, könnte uns... Ja, könnte ganz hilfreich sein. Ich möchte auch lieber ein Handwerker sein, glaube ich. Oder ein Zimmermann? Nee. Machen wir mal, weil der kann auch ein bisschen tischlern. Nehmen wir mal den Handwerker. Das ist, glaube ich, ein guter Allrounder. Und falls es hier irgendwann mal ans Crafting geht, sind wir mit einem Handwerker, glaube ich, ganz gut ausgestattet. So, schwerhörig, schusselig. Bewegt Inventargegenstände langsamer. Okay, das ist ja nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir noch 2 Punkte ausgleichen. Kurzsichtig? Nee, das will ich nicht. Langsam Leser benötigt mehr Zeit, um Bücher zu lesen. Ja, klar. Ich bin halt ein... I'm a bit stupid. Ich bin ein dummer Handwerker, kein kluger. Das ist die Endzeit. Es gibt keine Hoffnung zu überleben. So bist du gestorben. Oh ja, Leute. Und ihr werdet dabei sein. Live. Hier. Auf Teebeutel Pi. Zomboid Überlebenshandbuch. Und dieser Raccoon hier versorgt uns mit einigen Tipps. Ups. Das Doofe ist nur, irgendwie kann ich den hier nicht verschieben. Und das regt mich tierisch auf. Weil er eigentlich ganz nützliche Tipps hat. Aber dieses dumme Fenster sich nicht verschieben lässt. Und in der Demo war das auf jeden Fall möglich. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier nicht klappt. Mag ein Bug in der aktuellen Version sein. Hoffentlich wird das gefixt. So, wir
lesen uns mal die Tipps durch. Pass auf dich auf. Du wirst nicht lange überleben, wenn du nicht ein paar Mal tief Luft holst. Wir drücken hier übrigens mal den Pause-Knopf, damit wir in Ruhe hier das durchlesen können, ohne dass das Spiel tatsächlich weiterläuft. Du wirst nicht lange überleben, wenn du nicht ein paar Mal tief Luft holst und die Grundlagen erlernst. Überlebende, die schnell rennen, werden ganz schnell zu untoten Überlebenden. Du bekämpfst die Untoten, Schädel zu durchstoßen erfordert Einsatz. Denk dran, aufladen und schwingen. Sauberes Wasser ist für dein weiteres Überleben lebensnotwendig. Zombies vernichten Türen und Fenster, im Zweifel barrikadieren. Sie mögen zwar tot sein, aber sie können dich immer noch durch Fenster sehen. Keine Vorhänge, improvisiere. Lebensmittelvergiftungen sind nicht lustig, während der Apokalypse erst recht nicht. Eine warme Mahlzeit durchgeht einen langen Prozess. Das geordnete Sortieren deines Inventars spart dir viel Zeit und oft auch dein Leben. Okay, gut, so. Jetzt können wir das Spiel mal weitermachen. Hallo, da sind wir. Wir können auch rauszoomen. Dann sind wir ganz klein und wir können auch wieder reinzoomen. So, kurz was zur Benutzeroberfläche. Hier oben haben wir die Uhrzeit. Hier sind verschiedene Symbole. Einmal können wir hier das Inventar komplett ein- und ausschalten, warum auch immer wir das tun sollten. Hier oben haben wir diese zwei Kreise, das sagt mir noch gar nichts. So, hier können wir unsere Statuswerte ein- und ausschalten, also das Fenster. Ja, das, hier haben wir nochmal einen Überblick über unsere Fähigkeiten, die sich natürlich auch im Laufe des Spiels verändern können. So, dann haben wir hier eine Info über unsere Figur. Eugene Anderson ist 27 Jahre alt, ein Mann und ist ein Langsamleser und ein bisschen schusselig. Macht aber nichts, er ist Handwerker. So, und hier ist ein Crafting-Menü. Ja, da werden wir uns wahrscheinlich später mit befassen müssen. Da können wir nämlich schon mal so ein paar Sachen bauen. Und das ist doch eine feine Sache. Denn so können wir uns irgendwann vielleicht mal unsere eigene kleine Hütte zusammenschustern oder so. Aber da werden wir noch gucken, was das Spiel so für uns bereithält. So, was ich ganz interessant finde, hier rechts, das ist das Umgebungsinventar. Und links ist unser eigenes. Wir sind hier schon mit einer Tüte Chips ausgestattet und haben einen Schulranzen. Das ist natürlich sehr praktisch, weil wir so von Anfang an schon mal etwas mehr tragen können. So, wenn wir uns jetzt in die Nähe von einem Objekt bewegen, wie zum Beispiel diesen Kühlschrank, dann taucht hier automatisch, tauchen alle Gegenstände der Umgebung auf. So, hier können wir einfach auf alles klicken, weil hierbei handelt es sich lediglich um nützliche Sachen, nämlich Avocado, Käse, Schmelzkäse, eine Wasserflasche, die wir mit Wasser füllen können. Das ist nämlich auch ganz interessant. Es gibt hier noch fließendes Wasser und es gibt hier sogar noch Elektrizität. Das soll sich wohl im Laufe des Spiels dann irgendwann ändern. Ja, das passt natürlich. Es ist schon einigermaßen realistisch. Ne? Also die Zombie-Apokalypse ist im Prinzip ausgebrochen, aber so grundsätzliche Dinge funktionieren erstmal noch, bis sie dann irgendwann mal ausfallen, weil keine Menschen mehr da sind, um sie zu warten. Okay, nehmen wir eigentlich auch noch ganz interessante Sachen drin. Oh, ein Hammer. Ein Hammer können wir auch gleichzeitig als Waffe verwenden. So. Waffen. Eine Gabel, nee. Dann nehmen wir doch lieber den Hammer. So, mit dem Rechtsklick auf den Gegenstand im Inventar haben wir verschiedene Optionen. Primär ausrüsten, sekundär ausrüsten. Also das ist im Prinzip erste und zweite Hand sozusagen. Jetzt haben wir uns schon mal mit dem Hammer ausgerüstet, sind also im Nahkampf zumindest nicht ganz hilflos. So, dann eine Sache zum Trinken, so wie ich es bis jetzt verstanden habe, ist es so. So, wir können jetzt hier die... Warum kann ich die Wasserflaschen nicht auffüllen? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch hier Wasserflaschen. Ach, die sind ja alle schon voll. Okay, gut. Aha. Okay, es ist so... wir können sie ausgießen, aber wir können sie nicht trinken. Es ist wohl so, dass die Figur, solange sie halt ausreichend Getränke im Inventar hat, einfach ja, zufrieden ist und sobald dann irgendwann mal nichts mehr da ist, bekommen wir hier in dieser Reihe von Status-Icons halt eben zum Beispiel den Status, oh, ich bin ein bisschen durstig oder so. Ne? Also, ihr seht schon, unangenehm heiß. Ruhe dich irgendwo aus, wo du weniger der Hitze ausgesetzt bist. Durst erhöht, okay. Es ist uns also sehr warm. Und
Ja. Wir sollen uns irgendwo ausruhen. Wie auch immer das vonstatten gehen soll. Kann ich hier schon schlafen? Ich bin jetzt noch nicht müde genug, um zu schlafen. Ihr hört dieses Pochen. Irgendwer klopft wohl an die Scheibe. So, aber das mit dem Umgebungsinventar finde ich doch sehr, sehr interessant. Fischen für nicht mehr Anfänger. Warum nicht? Das nehmen wir auch mal alles. Das scheint ja ein Buch zu sein, mit dem man vielleicht seine Fähigkeiten erweitern kann. So. Und damit beende ich jetzt auch den ersten Teil dieses Let's Plays und dann schauen wir uns im nächsten Video einfach mal an, was wir hier verzapfen können. Gut, bis denn, euer Teebeutel Pi.